Was aber klar ist, und das erscheint mir aus der Vergangenheit sehr ersichtlich, dass überall letztendlich, wenn es um irgendwelche großen Forschungsergebnisse gibt, das Militär davon profitiert. So, wie weit das jetzt schon der Fall sein kann, weiß ich nicht. Was ich allerdings sehe oder mich immer wieder gefragt habe, wenn man im CERN nachfragt oder auch die Internetseiten liest, dann heißt es immer, was wollen wir denn mit diesen Kollisionen? Was ist denn der Sinn von Der diesen Sinn, Teilchenkollisionen? Das fragt man sich ja. Und der Sinn ist immer, und das kann man wirklich überall hören, wir möchten die Urknall nachempfinden. Ja, das ist ja toll, ne? Aber man muss ja auch mal sehen, dass der Urknall noch gar nicht sicher ist. Keiner weiß, ob der Urknall wirklich hier stattgefunden hat. stattgefunden hat, Auch das ist eine Theorie. ja. Man möchte also beweisen, dass eine Theorie vielleicht irgendwie verhebt oder nicht. Und die Frage ist, was habe ich als Bürgerin, was haben meine Kolleginnen und Kollegen davon, wenn ich jetzt weiß, den Urknall hat es gegeben oder den Urknall hat es nicht gegeben. Also ich kann mir schlichtweg nicht vorstellen, dass, soweit ich weiß, 7 Milliarden Euro ausgegeben werden für so einen Teilchenbeschleuniger und da keine anderen Interessen dahinter stecken, außer nur zu sehen, hat es den Urknall gegeben und wie hat er sich dargestellt? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen, aber ich kann es natürlich auch nicht beweisen. Das sind da so meine ganz persönlichen Ideen darüber, aber nicht so, dass ich sagen könnte, das treibt mich jetzt an, weil das ist nicht der Ursprung meiner Tätigkeit. Wobei das CERN ja zum Beispiel vor circa 3 Jahren, da waren Sie ganz stolz darauf, dass die Möglichkeit besteht, dass Sie schwarze Löcher produzieren. Ja, es gibt ja auch inzwischen, also nicht inzwischen, sondern schon vor langer Zeit, hat ein Mitarbeiter vom CERNer Sicherheitsrat ein Patent eingereicht, wo er die kleinen schwarzen Löcher verwenden möchte, um Energie zu ziehen. Also das heißt, sie Okay. rechnen mit kleinen schwarzen Löchern. Wenn sie die vom Bundesverfassungsgericht die Klageablehnung lesen, da ist ganz klar geschrieben, dass CERN mit kleinen schwarzen Löchern rechnet. Also auch da gibt es ganz verschiedene Aussagen von CERN selber, die einmal sagen, wir wollen keine kleinen schwarzen Löcher, nein, nein, das gibt es auch nicht. Oder die sagen, jawohl, wir wollen kleine schwarze Löcher, weil wir davon wieder irgendwelche Rückschlüsse ziehen können auf den Urknall. Wir nennen das moderne Public Relations made by CERN. Okay. Ja. Also, es kann sein, dass da verschiedene Zielgruppen analysiert werden. Ja. Einerseits versucht man der Bevölkerung die Angst zu nehmen vor den schwarzen Löchern. Andererseits gibt es vielleicht gewisse Zielgruppen, die durchaus interessiert sind an diesem Thema und die auch nur dann bereit sind, das CERN voll zu unterstützen, wenn etwas Interessantes dabei rauskommt. Also das ist ganz klar, in jeder Forschung, jeder Forscher, glaube ich, möchte was Interessantes entdecken. Das ist ja die Motivation jedes Forschers, das ist ja auch in Ordnung so. Ja, ich bin in keinster Weise gegen Wissenschaft und schon gar nicht gegen Forschung, wie ich ja immer im Internet so schnell hingestellt werde, dass ich die Weiterentwicklung behindern will. Das ist in keinster Weise der Fall. Ich möchte bloß eine Weiterentwicklung erleben, wenn schon. Ja, Okay. also. Also Sie sind kein, sag mal, zurückgezogener Mensch, der ohne Technik lebt irgendwo, sondern Sie sind durchaus interessiert an Natürlich, Technik und natürlich, Wissenschaft, ne? natürlich. Und gerade deshalb Bin ein Kind vielleicht, dieser Zeit. ja, ge gerade deshalb wurden Sie vielleicht mit dem Thema konfrontiert, ja? Des CERNs LHC als Beispiel für Technik und für Wissenschaften, für große Experimente. Und Sie denken, wenn ich Sie richtig interpretiere, die Bürger, die Bevölkerung sollte auch ein kleines Wort mitzureden haben dabei. Nein, ich denke, dass die Bevölkerung sollte ein großes Wort mitzureden haben dabei, weil es geht um ihr Leben. Also wenn die Kritiker recht hätten, auch wenn es nur eine Million Prozentsatz oder wie immer Wahrscheinlichkeit besteht, geht es um unser aller Leben. Es geht nicht darum, ob wir jetzt einen Versuch im Keller starten, der Ergebnis A oder B hat. Es geht nicht, was ich schon schlimm genug finde, um Tierversuche. Ja? Die finde ich schon ethisch nicht vertretbar. Aber da kann man natürlich verschiedener Meinung sein. Selbstverständlich. Es geht um den Gesamtkomplex der Erde. Das hat es in diesem Ausmaße meines Wissens noch nie gegeben. Kann es sein, dass, obschon man doch
zum Beispiel in der Bild-Zeitung, als Beispiel für eine Zeitung, die doch die sechstgrößte Leserschaft von irgendeiner Zeitung auf dieser Erde hat, wenn da steht, das gefährlichste Experiment aller Zeiten. Kann es sein, vor nur wenigen Tagen, kann es sein, dass die Menschen sich sagen, das ist mir zu groß, dann mit dieser Gefahr oder mit diesem Ding kann ich nicht umgehen und das dann zum Teil einfach, wie sagt man, ausradieren, weil es einfach zu viel ist. Ja, ganz klar. Diese Hemmschwelle hatte ich ja auch. Mhm. Ich bin keine Physikerin. Ich verstehe die Inhalte der Diskussionen nur sehr rudimentär. Und zwar auch nur dann, wenn ich gezielt nachfrage. Ja. So. Von daher kann ich das auch gut verstehen. Ich hab auch mit vielen Menschen in meinem Umfeld gesprochen, die sagen, oh, ich habe noch nie was davon gehört, was ist das überhaupt? Und wenn ich ihnen dann versucht habe, in meinen einfachen Worten, so wie ich das verstehe, näher zu bringen, dann haben sie wenigstens zugehört. Ja. Aber wenn man diese Wissenschaft hochspezialisierte Sprache, die heute verwendet wird in allen Wissenschaftsbereichen, nicht versteht, dann schaltet man natürlich schnell ab. Das ist so, als wenn Sie jetzt mit mir Chinesisch reden und ich sage, ich kenne die Sprache nicht. Ja, dann, es geht aber auch in der Medizin so. Wenn ein Arzt mit einem Patienten nicht die Sprache so runterbricht, dass er es verstehen kann und nur mit Fachworten um sich schmeißt, dann geht das nicht. Sie sehen das auch bei juristischen Texten. Mhm. Also wenn ich manchmal die Texte lese, die ich kriege von den Gerichten, da bräuchte ich dann erstmal mehrere Gesetzesbücher, um zu verstehen, was sie überhaupt meinen. Ja. Also jeder Wissenschaftszweig hat seine eigene Sprache. Ja. Und wenn man die nicht spricht, dann ist das etwas schwierig. Ich habe oft die Aussage gehört, sei es von CERN-Wissenschaftlern, auch auf dem Internet, von Physikern oder Menschen, die auf diese Wissenschaftsebene arbeiten, dass wir uns da gar nicht einmischen sollten. Dass uns das irgendwie gar nichts angeht, weil das ist irgendwie wie ein Arzt oder wie ein, sag ich jetzt mal, Halbgott, der sagt, nee, also ihr seid zu dumm, ihr könnt das Thema gar nicht diskutieren. Das würde bedeuten, dass die Ärzte ohne Patienten besser zurankommen als mit Patienten. Ja, genau. Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es geht in unserer spezialisierten Zeit heute, glaube ich, gar nicht mehr, dass man sich über alles irgendeine Meinung bildet. Das ist, glaube ich, viel zu groß. Die Informationsschwemme, der wir ja alle unterliegen, ist viel zu groß, als dass wir die alle verarbeiten können. Ich denke, jeder Mensch muss in sich spüren, wo er sich angesprochen fühlt, mit welchem Thema. Mhm. Und das wird nie die Masse Mensch sein, sondern immer wahrscheinlich Einzelne. Ja. Ich denke nach wie vor, dieser LHC hat wie einen Sonderstatus in all den wissenschaftlichen Bereichen, die mir bisher begegnet sind. Und betrifft nicht nur mich als Person, sondern betrifft eigentlich die gesamte Erdbevölkerung. Mhm. Und deswegen wäre es schön, wenn sich mehr Menschen damit auseinandersetzen würden. Wie haben Sie das persönlich erlebt mit doch diesen Klagen in den letzten mehr als zwei Jahren? Ja. Wie haben Sie das persönlich empfunden? Waren da, kamen da Menschen auf Sie zu, virtuell oder persönlich, und haben Ihren Dank ausgesprochen für die Initiative? Oder waren da eher Menschen, die Sie kritisiert haben, dass Sie das tun? Oder war da beides? Und wie haben Sie das empfunden? Es war beides. Und zwar genauso in dieser Spaltung. Menschen, mit denen ich persönlich reden konnte, die waren meistens sehr angetan, haben sich zum Teil auch bedankt für die Arbeit, die ich da auf mich nehme. Virtuell war das ganz anders. Da waren die wirklich allermeisten Einträge erstens anonym, und zweitens angriffig bis, und das hat mich also sehr erschüttert, bis Hass erfüllt. Ja, das hat mich so erschüttert, weil die Menschen haben sich nie damit auseinandergesetzt, warum ich das mache.